Dann heiße ich alle herzlich willkommen, ja, zu der Fallbesprechung, die wir heute durchführen wollen. Das Ganze ist ein Angebot des Arbeitskreises User Research und da lässt sich das auch schon ein bisschen ablesen. Also wir wollen das tendenziell auch öfters durchführen. Das wird sich zeigen, wie sich das ergibt. Aber auch dieser Termin steht unter dem User Research Monat März. Da macht dieser Termin keine Ausnahme und einige fragen sich sicherlich, was ist denn eigentlich eine UX-Fallbesprechung oder was haben wir denn da eigentlich vor? Und im Grunde stellen wir uns das Ganze so vor, dass in dieser Fallbesprechung ja Arbeitserzeugnisse aus dem User Research besprochen werden, nicht nur von mir, sondern vor allem von unserem Panel an Experten, das sich aus unserem Arbeitskreis rekrutiert. Heute macht eben den Aufschlag für die Fallbesprechung das Arbeitserzeugnis der Persona. Das sollte geläufig sein. Aber damit würde ich gern die Experten vorstellen, die sich heute hier zusammengetan haben. Das sind zum einen Corinna Ogonowski, Karina Poffse, Marlene Hase und Robin Goldberg. Alle verbindet, dass sie mehrjährige Erfahrung im Erstellen der Personas haben und auch die Personas im Unternehmen begleitet haben. Dafür sind sie Experten in diesem Tool und haben das Tool auch schon im akademischen und kommerziellen Umfeld eingesetzt. Ich selbst heiße Jonas Setzkorn, arbeite als UX und Usability Consultant für die Arthos Information Technology und habe dort im öffentlichen Sektor Berührungspunkte mit Personas gehabt und vorher bei Philips im Healthcare-Sektor. Sicherlich fragen sich jetzt einige, was wir eigentlich mit dieser Fallbesprechung erreichen wollen oder warum wir das machen. Wir haben uns am Ende vom letzten Jahr Gedanken dazu gemacht, wie wir angehenden UXlern eine Möglichkeit bieten können, ihr ja, Methodenwerkzeug, ihren Methodenkoffer weiter zu schulen und ihre Expertise auszubauen. Und was wir damals angenommen haben, ist im Grunde, dass wenn man nach den einzelnen Methoden sucht, so auch zu der Methode eigentlich schnell fündig wird. Ja, also man findet schnell Material zu den einzelnen Methoden, kann sich oberflächlich in die Sachen einlesen. Aber was, glaube ich, fehlt, sind eben vertiefende Angebote, wie man ja im Grunde vom Erfahrungsschatz anderer vielleicht lernen kann und sein Handwerkszeug, was man erprobt hat, auch weiter verbessern kann und eine Expertise im User Research aufbauen kann. Deshalb ist diese Fallbesprechung erstmal dazu ausgelegt, ja, angehenden UXlern, angehenden User Researchern eine Anlaufstelle zu bieten, einen Hafen, ihre eigenen Praxisbeispiele einzubringen oder uns zu zeigen, sodass wir wie jetzt auch heute Feedback dazu geben können oder diese auch kritisieren können und dadurch der angehende UXler hoffentlich oder sehr wahrscheinlich mehr über diese Methode lernt und hilfreiche Tipps bekommt, wie er diese Methode weiter für sich ausbauen kann. Damit sind auch alle hier im Chat oder wenn man jetzt das Video sieht, dazu aufgerufen, ihre Arbeitserzeugnisse uns zur Verfügung zu stellen. Also das kann analog eine andere User Research Methode sein. User Stories fallen da vielleicht ein oder User Journeys, aber auch ganz allgemein vielleicht eine Problemstellung, die unter User Research Gesichtspunkten ausgearbeitet werden muss oder vielleicht einen Research Plan, der vielleicht verschiedene Methoden kombiniert und wir würden uns zur Verfügung stellen, uns den anzusehen, durchzusprechen und ja, Feedback zu geben, Hilfestellung, wie man da vielleicht die nächste Stufe in seinem eigenen Tun und Schaffen erreichen kann.
Genau. Uns kann man erreichen unter der E-Mail, die jetzt hoffentlich auch in den Chat gepostet wird oder vielleicht schon ist. Arbeitskreis-User-research@germanupa.de wäre die E-Mail-Adresse. Korrigiert mich da, wenn ich da ein Minus vergessen habe, aber das sollte sie sein. Ansonsten wird die auch noch mal in den Shownotes von diesem Video auftauchen. Man findet uns. Und damit würde ich jetzt auch nicht länger für diese Einleitung brauchen wollen und gleich mal in das Praxisbeispiel rein starten. Wie erwähnt, wurde das von einem angehenden UX-Researcher zur Verfügung gestellt. Und was ich getan habe, ist im Grunde das Ganze in eine kurze Präsentation zu gießen. Und zu geeigneten Zwischenschritten werden wir die Experten zu Rate ziehen, um dieses Arbeitserzeugnis näher zu beleuchten. Genau. Damit zum Screensharing. Tim, 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 tim. Tim, 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 tim. Bildschirm freigeben. Jetzt sehen sich einige vielleicht selber. Genau. Genau, wie erwähnt, handelt es sich hier um eine Persona-Studie. Und ich würde jetzt einmal den groben Rahmen umreißen. Worum ging es hier überhaupt? Wie kam es zu dieser Persona-Studie? Für ein größeres Bauunternehmen, also mit Mitarbeiterzahlen im fünfstelligen Bereich, sollte diese Studie durchgeführt werden. Was hier auch relevant ist, ist, dass diese verschiedenen Mitarbeiterrollen, die es im Unternehmen gibt, sicherlich um die 200, 300 Rollen umfassen. Und das Bauunternehmen hatte zu Beginn der Pandemie eben Probleme, die Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise an ihre Mitarbeiter zu distribuieren. Das hat sich dann so entfaltet, dass manche Mitarbeiter eben gar nicht Zugang hatten zu diesen Corona-Maßnahmen, ja, weil manche Arbeitsplätze vielleicht auch analog waren. Und Ziel des Bauunternehmens war es dann, genauer herauszufinden, warum diese Informationen bei den Mitarbeitern nicht ankommen. Und mit dieser Problemstellung ist dieses Unternehmen an den angehenden UX-Researcher oder an dessen Unternehmen herangetreten und hat sich im Grunde gefragt, wer sind denn eigentlich die Mitarbeiter, die hier für mich arbeiten? Wie können wir die denn besser verstehen, dass wir im Grunde, wenn wir solche Maßnahmen gestalten, besser gucken können, wie wir das Wording vielleicht auch oder wie wir diese Maßnahmen besser gestalten. Ja, und auch, warum kommen diese Informationen eigentlich gar nicht bei den Mitarbeitern an? Und daraufhin hat sich dieser UX-Researcher eben überlegt, eine Persona-Studie durchzuführen, um wie mit so einem Brennglas verschiedene Mitarbeiterprofile herauszuheben und deren ja, Nutzung von digitalen Tools stärker zu beleuchten. Und es wurden insgesamt 10 Personas durchgeführt. Also diese Personas wurden analysiert und aufbereitet von Textmaterial, das aus einstündigen Interviews gewonnen wurde. Und damit ist im Grunde erstmal diese Persona-Studie aufgesetzt. Und ich würde gerne die Experten fragen wollen, wie Sie diese Fragestellung beurteilen und ob diese Problemstellung für die Methode Personas geeignet ist. Vielen Dank für die Frage. Ich würde jetzt direkt mal starten. Grundsätzlich finde ich es erstmal schön, dass die Persona als Methode hier angewendet wird oder zur Auswahl stand. Da ich aus der Produktentwicklung komme, sind für mich eher Personas im Produktentwicklungsprozess spezifisch anwendbar. Aber natürlich eignet sich die Methode sich auch dafür, Mitarbeiterprofile zu skizzieren.
Ich finde es spannend, wie der UX-Researcher zu den Daten kommt. Er oder sie hat sich für eine semi-strukturierte Interview-Durchführung entschieden, so wie ich das hier entnehme. Ich glaube, bei der Erstellung von Personas, das sind ja prototypische Nutzerinnen und Nutzer, gibt es sozusagen ein Kontinuum. Wir haben einmal wirklich die Erstellung über einfach vielleicht ein Team, das zusammenkommt und einfach auf Basis der eigenen Vorstellung eine Persona erstellt. Und dann geht es Richtung Daten immer weiter bis zu einer wirklich quantitativen Studie, dass man Daten erhebt von 300 Personen und daraus Personenprofile erstellt. Die Person hier hat einen Mittelweg gewählt, also datenbasiert auf Basis von Interviews. Das ist ganz schön, dass hier die Methode so angewendet wird. Das ist mein erster Eindruck. Vielleicht noch ergänzend dazu, spannender Ansatz, das Problem anzugehen. Man hätte hier natürlich vielleicht auch grundsätzlich mal die Frage stellen können, wo sind eigentlich die Hürden, vielleicht auch einen möglicherweise anderen methodischen Ansatz des Interviews wählen können und dann zu schauen, ist es das am Ende die Persona generell, die ich generieren muss, oder hilft daraus vielleicht auch schon einen anderen Lösungsansatz zu wählen. Aber es ist auf jeden Fall spannend, hier zu sehen, wie vorgegangen wurde. Und jetzt fehlen natürlich noch so ein paar weitere Insights, die hier generiert wurden. Ich bin sehr gespannt. Ja, bitte. Ein Punkt, der mich dann besonders im Weiteren interessiert, ist, du hattest ja auf deiner Folie davor davon gesprochen, dass die so etwa 300 verschiedene Jobrollen haben und haben sich jetzt hier für 10 Mitarbeiterprofile entschieden. Und da sieht man jetzt schon so ein bisschen, wo hier bei der Persona-Methodik vielleicht auch eine kleine Schwierigkeit sein könnte. Nämlich bilden wir damit mit der Methodik in dem Kontext dann nachher auch wirklich die Breite im Unternehmen ab. Da bin ich mal ganz ganz gespannt, wie er das versucht hat, in den Griff zu bekommen. Ich würde da einfach mal einhaken wollen. Können wir denn was raten, wie man vielleicht so einer großen Nutzerzahl Herr werden kann? Also kann man vielleicht die Personas nochmal durch einen anderen methodischen Ansatz unterfüttern? Also bei dir, Corinna, klang das ja auch so ein bisschen an. Ja, so prinzipiell könnte man halt so ein bisschen um das, die Rollen, also die Frage ist halt, wo kommen eigentlich die ganzen Rollen her? Also wer hat ihm da vielleicht auch Anforderungsprofil oder Anforderungen mitgegeben für die Studie? Also das wäre hier ganz spannend noch vielleicht herauszufiltern. Hat er oder die Person hier, der Researcher, die 10 Profile selber ausgewählt? Ist es auf einer Basis zum Beispiel von einem Organigramm entstanden? Also wo kommen hier die entsprechenden Personen her, die zu clustern? Das wäre ganz spannend zu sehen. Oder wurden die einfach zufällig ausgewählt? Und auf der Basis könnte man dann halt eben schauen, was wären beispielsweise Pains und Gains und was sind Jobs to be done, die entsprechend die Personen haben, um dann später einen Deep Dive zu machen. Genau. Also das hatte ich mich auch gefragt, als ich mir das Praxisbeispiel eben angeguckt habe. Wie ist hier überhaupt das Clustering passiert? Und was man sich natürlich schon, wenn man diese Frage so hört, denkt, ist, wie bilden diese 10 Mitarbeiter eigentlich ein größeres Organigramm ab? Ja, also zum Recruiting oder auch wie diese Auswahl passiert ist, konnte ich im Grunde nicht viel finden. Damit man sich das so ein bisschen besser vorstellen kann, es handelt sich hier halt um Arbeitsprofile ganz unterschiedlicher Couleur. Also Bauarbeiter sind Teil dieser Interviewreihe, Verwaltungsmitarbeiter, Leute aus dem Sales, Manager, die Materiallieferung, Architekten, also alles, was im Grunde in so einem Bauunternehmen tendenziell in irgendeiner Phase des Bauens, sage ich mal, relevant ist. Und damit würde ich springen in die eigentliche Interview-Durchführung. Also wie schon erwähnt, es wurden semi-strukturierte Interviews geführt.
Und diese Interviews wurden dann in Miro festgehalten als Protokoll, um dort dann auch die weitere Auswertung zu machen. Ja? Und das Ganze ist nach vorgegebenen Kategorien erfolgt. Sprich, es gab eine Art von Leitfaden, die auf dem Interviewleitfaden basiert, die zur Annotation des Interviews genutzt wurde. Und ich habe das mal hier versucht aufzubereiten, wie mir das zugeschickt wurde. Hier natürlich kann man das jetzt nicht lesen, aber das ist gar nicht Sinn und Zweck der Sache. Also es geht ja auch darum, erstmal das Arbeitserzeugnis vom Inhalt unkenntlich zu machen. Aber hier links sieht man dann die Mitschrift des UX-Researchers und manche von diesen Textblöcken sehen dann auch bunter aus als der, der jetzt hier dargestellt wurde. Also das Interview ist im Grunde hier runtergeschrieben und dann hier in Miro kann man das ja machen, sind so einzelne Satzbausteine unterstrichen und neben diesen Satzbausteinen sind dann diese Post-its, wo diese Insights oder diese Erkenntnisblöcke draufgeschrieben sind und diese wurden dann später in ein Schema gebracht, die hier auch dem Interview-Leitfaden entsprechen. Also hier sieht man zum Beispiel verschiedene Gruppen, unter denen weitere Fragen gruppiert sind. Also man sieht hier allgemein Aufgaben, Ziele und Probleme. Das geht ja in die Richtung von dem, was du gesagt hast, Corinna, mit Pain Points oder hier auch digitale Hilfsmittel und Informationen. Und wenn man so ein bisschen genau hinguckt, sieht man auch die Fragen, die sich dann daran anschließen, zum Beispiel hier, welche digitalen Mittel nutzen Sie für die Arbeit oder hier auch, was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit und warum? Ja, oder hier ein bisschen allgemeiner, was sind Ihre Aufgaben? Und unter diesen Kategorien wurden eben diese Insights zugeordnet. Und dann würde ich die Experten gerne fragen, wenn ihr das so seht, was haltet ihr von diesem Vorgehen ganz allgemein und wie könnte der UX-Researcher vielleicht sein Vorgehen noch schärfen oder verbessern, um vielleicht bessere Ergebnisse zu erzielen? Ich würde vielleicht an der Stelle auch nochmal die Anmerkung loswerden wollen, dass es sehr spannend wäre, jetzt auch mal im Vergleich den Fragebogen zu sehen. Also welche Fragen wurden gestellt? Es wurde ja erzählt, dass eine Stunde umfasste das Interview, da kommt schon einiges an Material zusammen. Und das deckt auch immer sehr schön so manche andere Problemstellen noch auf, die vielleicht auch an diese eigentliche Fragestellung drüber hinausgehen oder vielleicht auch irgendwo in Verbindung, ja, ein bisschen mit einer größeren, wenn man es ein bisschen weiter betrachtet, dann trotzdem irgendwo sich dann auch noch beeinflusst, wenn es um die Kommunikation geht. Jetzt wurde das hier sehr praktisch, wie ich finde, praktisch orientiert in so einem gemeinsamen Dashboard, sage ich mal, zusammengetragen. Und es ist jetzt auch die Kategorienbildung, finde ich, sehr wichtig dabei, dass man die Essenzen, die man aus diesen Transkripten herausziehen kann, dass man die den einzelnen Kategorien zuordnet. Es ist aber auch wichtig, dass man daran denkt, dass wenn andere vielleicht auch mit dieser Methode arbeiten, Lösungskonzepte daraus abzuleiten, dass es auch, wenn man das mal wieder durchführt, um zu schauen, ob es sich vielleicht verbessert hat oder so, dass das diese Wiederholbarkeit gewährleistet ist. Und dass man das auch wirklich in der Kategorisierung, dass das vorher konsequent definiert wird. Und genau, und da so eine Art Spielanleitung in Anführungsstrichen dann auch vorformuliert wird. Mhm. Ja. Und Carina, auf jeden Fall zustimmen. Ich denke, das ist hier ein sehr praktischer, pragmatischer Ansatz, der auch gut visualisiert ist. Ich glaube, die Punkte der Wiederholbarkeit sind ganz wichtig.
Und grundsätzlich weiß ich nicht, wie der oder die UX-Researcherin oder der UX-Researcher das ausgewertet hat. Also wir sehen ja hier auf der einen Seite den Leitfaden und dann die Kategorienbildung. Es würde die oder es würde zur Objektivität beitragen, wenn man zum Beispiel das auch zu zweit macht. Also die unabhängig voneinander und dann vielleicht auch die Übereinstimmung beurteilt. Denn es, natürlich ist es so, dass es sich auch um ein subjektives Vorgehen hier handelt. Um da einfach die Auswertungsobjektivität zu erhöhen, wäre das vielleicht nochmal ratsam. Hat ja Miro als kollaboratives Tool schon den Vorteil, dass man dort sehr gut mit mehreren zusammenarbeiten kann. Also das gefällt mir an der Vorgehensweise hier sehr gut, dass man es schon kollaborativ angelegt hat und damit im Team sehr gut arbeiten kann und es damit auch nachher gut präsentieren kann. Weil das ja, wenn wir nachher mit den Arbeitsergebnissen weitermachen wollen, hilft es uns auch, so eine gewisse Glaubwürdigkeit zu erzeugen, wenn wir den Leuten einfach sagen können, nee, schaut mal, da kommen die Daten her, das haben wir draus gemacht und dann präsentieren wir euch erst das Endergebnis, wie wenn man den Leuten immer nur was Fertiges zeigt und sie einem glauben müssen, dass man das schon irgendwie vernünftig gemacht hat. Und da aus den Gesichtspunkten gefällt mir dieser Ansatz mit so einem Board sehr gut. Was ich auch noch gern erwähnen würde an der Stelle, also das scheint ja ein Interview-Transkript zu sein. Also zumindest erscheint es so, als würde oben eine Frage formuliert stehen und darunter eine Antwort. Ist aber hier natürlich nicht ganz so genau zu erkennen. Das wäre dann ja das klassische Transkript, auf dessen Basis man kodiert. Zusätzlich ist es ja durchaus auch hilfreich, noch Interview-Notizen zu machen, wo man auch bestimmte ja emotionale Reaktionen oder Beobachtungen auch notieren kann, die unter anderem die Interpretation der Aussagen nochmal aus einer anderen Perspektive und einer anderen Dimension nochmal unterstützen und durchaus auch hilfreich sein können für die weitere Ausgestaltung der Persona. Denn eine Persona per se ist ja schon an ein Individuum angelehnt, was ja auch einen Charakter hat und Charakter zeichnet sich ja auch durch eine emotionale Ebene aus an der Stelle. Wichtig fände ich es natürlich auch, also du hast es, Jonas, ganz gut erwähnt, das wurde sich ja insbesondere am Leitfaden für die Kategorienbildung orientiert, also das heißt, ein deduktives Verfahren, sicherlich auch hilfreich ist es zusätzlich, sich nicht nur auf diese Aspekte zu beschränken, sondern eben auch das Induktive zu verwenden, das heißt, am Material zu arbeiten und gezielt auf Erkenntnisse nochmal einzugehen, die vielleicht unerwartet waren, und das hat Carina auch schon eingangs erwähnt, sich da auch dessen zu bedienen. Genau. Mhm. Genau. Genau. Vielleicht auch nochmal anschließend hieran, also solche induktiven Verfahren kann natürlich durch so einen pragmatischen Ansatz, wie hier gezeigt, mit Miro unterstützt werden. Aber es gibt natürlich auch Tools, die einem vielleicht die Arbeit so ein bisschen leichter machen, gerade diese Arbeit von Annotation und dann womöglich auch schon Exportfunktionen haben, um auch diese Rückführbarkeit, die Robin erwähnt hat, dass man eben, wenn man hier einen Insight generiert hat, dann auch eine gewisse Rückführbarkeit herstellen kann auf wo habe ich das denn aus dem Text gezogen, leichter transparent machen kann. Und da würden mir halt noch so Tools einfallen, wie zum Beispiel Dovetail oder Considerly. Und was häufiger im Universitären, glaube ich, gebraucht wird, sind auch so Tools wie Max QDA, nur dass man das einfach mal gehört hat. Ja. Ansonsten würde ich in den nächsten Punkt springen. Das ist ja im Grunde nur die Vorarbeit gewesen für die Personas. Und hier habe ich mal eine von diesen 10 Personas herausgegriffen und würde einfach mal durch diese durchführen. Ja, also was wir hier sehen, ist im Grunde relativ klassisch. Also wir haben hier die Persona mit Namen und Alter, auch ihre Jobrolle und ein Bild. Hier sind Kategorien, die vielleicht hier eher aus dem Allgemeinen und den Aufgaben und Zielen sich speisen, nämlich den Arbeitsalltag, die Ziele und die Bedürfnisse des Nutzers. Ja, da steht hier zum Beispiel passend zu
der Nachwuchskraft sowas wie die Ausbildung erfolgreich absolvieren und übernommen werden. Und hier wird die Persona so ein bisschen lebendiger durch Zitate. Ja, ich lese hier das eine einfach mal vor. Habe mich für die Ausbildung als Architekt entschieden, weil mir das meine Eltern geraten haben mit der Begründung, dass XY ein sicherer Arbeitgeber ist, wo man gut verdient. Und hier drunter werden auch so Schieberegler gezeigt, die sich, glaube ich, zur Problemstellung jetzt auch erstmal verhalten, nämlich sowas wie Affinität zur Technik oder Technologie im Arbeitsalltag, wo hier durch diese Regler so ein bisschen angezeigt wird, ob zum Beispiel hier für Affinität zur Technik eher ein geringes Maß oder ein hohes Maß da zur Verfügung stellt. Und hier sind noch tägliche Arbeitsmittel geschildert, ne? PC und Ausbildungsbücher. Und das Herzstück, was hier auch so ein bisschen hervorgehoben sind eben diese Herausforderungen, wo jetzt nochmal so Bullet Points aufgeführt sind von Dingen, die jetzt spezifisch das Problem adressieren. Und hier würde ich auch wieder die Experten fragen, was erstmal der Ersteindruck ist und wo es vielleicht auch Punkte gibt, wo man bei dieser Persona nachbessern könnte. Vielen Dank für die Frage. Also erstmal auf den ersten Blick scheint mir der Aufbau bekannt. Also ich glaube, dass diese Persona hier viele Punkte inkludiert, die auch sonst so im Persona-Alltag immer aufgeführt werden. Insbesondere hier auch die Herausforderungen, Angaben zur Person, auch ein schönes Zitat. Das ist, finde ich, immer ein ganz gutes Mittel, um die Person nahbarer zu machen. Ich finde, dass gerade auf der linken Seite es auch schön ist, dass man hier ja eine Darstellung gewählt hat, die nicht sehr textlastig ist, also über Skalen, dass man auch Icons verwendet. Das ist schön auch optisch. Ich glaube, man könnte vielleicht sogar auch als Verbesserungsvorschlag auf der rechten Seite das auch vielleicht versuchen, ein bisschen durch Icons oder so nochmal zu visualisieren. Ein Punkt, der mir akut aber auffällt, ist, also ich nehme das jetzt an, dass wir 10 Interviews haben und daraus 10 Personas entwickelt haben. Das heißt, eigentlich ist im Endeffekt die Basis für diese Persona ein eigenes Interview tatsächlich. Das ist eine Methode, kann man machen, ist natürlich aber im Endeffekt spiegelt es eine Person wieder und ist nicht wirklich der prototypische Nutzer oder die prototypische Nutzerin. Ein weiterer Punkt ist, dass wir hier auf qualitative Daten zugreifen. Das heißt, wir haben keine Messungen gemacht von Merkmalen. Und ich finde, dass die Skalendarstellung hier zur Affinität zur Technik, die sehr feingranular ist, dass die impliziert, als hätten wir quantitative Daten erhoben. Und das ist meines Erachtens vielleicht auch misleading, um das so zu sagen. Ich würde empfehlen, da eher zum Beispiel über so ein 3-stufiges Punktesystem vielleicht das darzustellen und eben weniger granular durchzuführen. Danke. Ja, ich bin auch so ein bisschen an den Skalen hängen geblieben. Zum einen wegen dem, was Marlene gesagt hat, oder? Wir haben eigentlich nichts, also wir haben in der Methodik nichts gesehen, was die Skalen hergibt. Wir haben irgendwie keine expliziten Fragen. Vielleicht waren ja welche drin, so eine Selbsteinschätzung. Wir haben natürlich den Fragebogen auch nicht gesehen. Aber dann ist natürlich die Grundmenge viel zu klein, um da irgendwelche Darstellungen zu machen. Und ich glaube, was man bei den Skalen allgemein noch ein bisschen beachten muss, ist, wenn wir wieder daran denken, was machen wir mit dem nachher, ist für mich die Frage, für unsere Fragestellung, was hat denn eine 80-prozentige Technikaffinität, was sagt mir das am Ende, wenn ich versuche, damit wieder was zu gestalten? Oder? Also wo ist die Relevanz von diesen Daten? Ich meine, der Arbeitsalltag, die Ziele, die Bedürfnisse, das ist was, wo ich wirklich sagen kann, ich kann reingehen und gucken, wie hilft mir das bei meinem Problem weiter? Bei so Sachen wie Technikaffinität, Technologie im Arbeitsalltag, muss man dann schon immer gucken, ob die Fragestellung so speziell ist, dass es das hergibt oder ob man da nur Skalen macht, weil man halt Skalen machen kann. Also auch eine Persona muss natürlich so eine gewisse Lebendigkeit haben, damit ich sie als Person sehen kann. Aber ich sollte mich trotzdem darauf fokussieren, was ich mit der Persona erreichen will. Also so das Typische ist,
wenn wir im professionellen Bereich Arbeitsergebnisse analysieren, ist egal, was der für Hobbys hat. Ja, auf schlechten Personas leider schon viel zu oft gesehen, hier zum Glück nicht. Also hier finde ich es gut, dass man sich sehr stark wirklich drauf fokussiert, wie sein Arbeitsalltag in diesem Unternehmen aussieht und nicht noch irgendwie darüber spekuliert, was der vielleicht noch sonst für Hobbys hat oder so. Das ist schön, weil man da eben auf die relevanten Sachen Wert gelegt hat. Was ich mich noch frage, ist, wir haben ja eingangs gehört, dass 10 Interviews durchgeführt werden, daraus 10 Persona entstanden sind und Antonio jetzt eine davon ist. Jetzt wurde er bezeichnet als Nachwuchskraft und ich stelle mir die Frage, in einem Bauunternehmen mit über 200 oder 300 verschiedenen Rollen, wie eingangs erwähnt, gilt das für alle Nachwuchskräfte? Also weiß ich nicht, ich kenne mich jetzt in dem Gewerbe nicht so gut aus, aber ich konstruiere jetzt einfach mal, ist ein Maurer, deren Ausbildung ist, hat der die gleichen Anforderungen, wenn er als Nachwuchskraft bezeichnet wird, wie jemand, der technischer Zeichner oder sowas wird. Also ist hier die Persona, ist Nachwuchskraft, ist das die richtige, also als das, was jetzt in der Nachwuchskraft bezeichnet ist, sind das alle ja, Facetten, die dieses Cluster quasi, diese Gruppe abbildet, oder ist hier tatsächlich eher auf den Architekturberuf oder die Nische hat man sich hier fokussiert. Das ist mir an der Stelle tatsächlich nicht ganz klar und finde das ein bisschen diffus. Sinnvoll finde ich aber tatsächlich die Bezeichnung der Nachwuchskraft, weil es ist, glaube ich, nicht an eine bestimmte Rolle oder an einen Beruf gebunden, sondern eher an einen Entwicklungsstatus oder bestimmte Mindsets, die Personen gemeinsam haben, wo man sagen kann, dass man die in einen Cluster entsprechend zuordnet, die eine bestimmte Persona beschreiben und weniger der Beruf als solches oder die Rolle. Genau, also wir hatten das ja vorhin schon mal angesprochen, nicht? Also dass es durch diese 300 Jobprofile im Grunde eine hohe Varianz schon im Unternehmen gibt, wo das Clustering auf jeden Fall interessant ist. Und hier mit der Nachwuchskraft haben wir jetzt nochmal eine Gruppe gewählt, die in sich auch irgendwo aller Mutmaßung nach eine hohe Varianz aufweist, weil eben eine Nachwuchskraft in unterschiedlichen Berufen was anderes meint, nicht? Und was du ja jetzt schon angesprochen hast, Corinna, ist, was ich mich auch gefragt habe, braucht es denn eigentlich diese sehr, sage ich mal, auf die Arbeitsrolle bezogene Unterteilung, weil eigentlich ist eine Persona ja etwas, was auf einstellungsbezogenen Daten basiert. Ja, also welche Denkmuster oder welche Einstellung hat diese Gruppe? Und die geht ja dann nicht an Berufsgruppen entlang, sondern eher über Berufsgruppen hinweg. Ich wollte jetzt nochmal von dir, Robin, einen Punkt aufgreifen. Du hast ja kurz erwähnt, ja, was wollen wir denn eigentlich mit dieser Persona erreichen? Und als ich mir das angeguckt habe, dachte ich mir, oh, ziemlich viel Text, oder? Wie seht ihr das? Ja, ich kann dem tatsächlich nur zustimmen. Also ich finde es auch fast, also man ist immer die Frage, wen möchte man adressieren? Und wer soll mit der Persona arbeiten und welche Detailtiefe benötigt ist? Ich glaube, so für das tägliche Doing, um die Persona immer wieder vor Augen zu haben und sich gut einprägen zu können, sind kurze, knappe Aufbereitungen in Form von einem One-Pager, der hier sicherlich auch nochmal reduziert werden kann und deutlich auch mit stärker visuellen Elementen gespielt werden kann, deutlich eingängiger. Wenn allerdings neue Personen hinzukommen, die sich für bestimmte Zielgruppen die besser verstehen möchten, sind natürlich ausführlichere Beschreibungen deutlich hilfreicher. Und generell sollte man sich vielleicht auch die Frage stellen, wie
welche Aufgabe soll die Person im Unternehmen haben, also wie soll damit gearbeitet werden, soll es in Form eines Blatt Papiers, digital oder physisch, irgendwo aushängen oder steht es irgendwo am Schreibtisch oder landet es doch dann in irgendeiner Ablage? Wie kann man so eine Persona zum Leben erwecken? Das ist, glaube ich, die größte Frage, die man sich immer gleichzeitig stellen soll, wenn man Persona entwickelt. Denn nur eine Persona, die lebt und im Unternehmen gelebt wird, ist eigentlich eine gute Persona meiner Erfahrung nach. Und da gibt es verschiedene Kniffe und Praktiken, wie man das ganz gut machen kann. Man könnte beispielsweise jedes Mal, wenn man eine Fragestellung hat oder im Marketing, wenn man bestimmte Formulierungen machen möchte, sich so die Persona virtuell am Tisch vorstellen und fragen, was würde denn Antonio jetzt dazu sagen, wenn er das sieht oder liest, also dass man das immer wieder aktiv mit einbezieht und fragt. Es gibt diese, die Metapher des roten Stuhls. Es gibt immer einen Stuhl, der in einem Meetingraum frei ist und der symbolisiert eine bestimmte Persona oder man könnte auch bestimmte Meetingräume, jetzt sind natürlich alle noch im Remote-Status, aber zumindest vor Ort kann man bestimmte Meetingräume nach Persona einrichten, sodass man halt so eine gewisse Bindung zu den Persona-Typen auch kreiert. Ja, ich bin heute leider nicht in meinem Büro, aber in meinem Büro steht hinter mir zum Beispiel, ein paar Leute kennen ihn schon, steht hinter mir ein Elektrotechniker, der sich spezialisiert hat auf Schutztechnik und auf die Prüfung von Stationsautomatisierungssystemen. Und das ist zum Beispiel so eine Art der Visualisierung oder wo man die Person visuell dazu holen kann und sie dann halt so auch ins Gespräch bringen kann. Weil was bei Personas natürlich passiert, vor allem wenn man wie in dem Beispiel jetzt Personas im eigenen Unternehmen macht, die Leute sehen natürlich die Persona, also den Antonio, unsere Nachwuchskraft, und dann überlegen die sich von den Leuten, die sie kennen, bei tausenden Mitarbeitern kennen die ja nicht alle, aber von den Leuten, die sie kennen, wer ist denn da so wie der Antonio? Oder das ist ja das, was mit Personas typischerweise dann irgendwann passiert. Und darauf muss man eben auch so ein Stück weit vorbereitet sein, dass so Assoziationen hochkommen werden. Dass man dann so eine Idee haben muss, auf wie viele Personen in meinem Unternehmen passt diese Persona denn? Weil wenn am Schluss jeder der Meinung ist, ihr habt da eine Persona und ihr kennt niemanden im Unternehmen, der dem eigentlich entspricht, dann wird das Vertrauen in diese Methodik nicht besonders groß sein, weil sie alle so den Eindruck haben, naja, aber der, was tut denn der? Den gibt es doch gar nicht. Ja, also das ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung, die man da auch macht. Genau. Vielleicht ganz kurz, ich würde damit auch schon in den nächsten Punkt überleiten, ja. Also welche offenen Punkte gibt es denn jetzt noch? Wir sind ja jetzt schon mittendrin im Thema, wie diese Persona im Unternehmen auch lebt, nicht? Also so ein bisschen auf einem Meta-Level von der Betrachtung dieses Fallbeispiels. Aber ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen. Ich glaube, das war Carina, richtig? Ja, das kann man aber auch in den nächsten Punkt noch mit reinpacken, denke ich. Also was ich ja zu der Persona, wie eben dargestellt, noch ergänzen wollte, ist, dass es kann ja auch sein, dass eine Nachwuchskraft, wenn wir sie so nennen wollen, ja auch älter ist. Also es zwingt mich schon so ein bisschen in diese Denkrichtung, Nachwuchskraft ist 18. Also das hatten wir ja auch schon mehrfach benannt vorhin. Aber es kann auch sein, dass so jemand, der neu in ein Unternehmen reinkommt, vielleicht auch schon älter ist oder einfach auch vielleicht eine Einschränkung hat. Und da stellt sich dann das, was in dem Rahmen Herausforderungen stand, vielleicht auch nochmal ganz anders dar. Also dass man diese Prozesse auch nochmal, diese unterschiedlichen Prozesse von denen, die es im gleichen Kontext betrifft, dass man das auch noch ein bisschen breiter betrachtet. Genau. Gerade bei so einem großen Unternehmen ist es ja sicherlich so, dass zum Beispiel bei Beeinträchtigung man diese Spektren auf jeden Fall mitdenken sollte, weil wenn man jetzt von zehntausenden Mitarbeitern ausgeht,
da natürlich dann auch reelle Nutzer dahinter stehen. Ja? Also wenn man zum Beispiel überlegt, was wäre zum Beispiel ein geeignetes Arbeitsmittel für eine sehbeeinträchtigte Nachwuchskraft. Ja? Da zeigen sich ja dann auch nochmal ganz andere Fragestellungen. Genau. Ich würde vielleicht an dieser Stelle die Präsentation kurz beenden, nur aus dem Grund, um auch auf den Chat gucken zu können. Also die Teilnehmer im Chat können sich auch vielleicht mit Fragen jetzt mal hier zu Wort melden und wir können die beantworten. Ansonsten würde ich einfach nochmal im Arbeitskreis die Frage stellen, habt ihr denn Erfahrungen gemacht oder Best-Practice-Beispiel, wie man noch so eine Persona, sage ich mal, besser integrieren kann oder wirklich auch die Benutzung von so einer Persona unterstützen kann, dass eben nicht das passiert, dass die Persona am Ende in der Schublade landet? Also ich kann gerne mit einem Best-Practice-Beispiel beginnen im Kontext der Softwareentwicklung und wenn man User Stories schreibt für das Backlog, dann ist es immer ganz hilfreich, wenn man tatsächlich auch aus Sicht der Persona die entsprechend immer mit beschreibt und auch gern, wenn entsprechend Reviews stattfinden, dass man da auch immer wieder sagt, aus Sicht von Antonio oder Antonio würde gerne etc. das und das machen. Also dass immer wieder auch da die Vergegenwärtigung der Persona genannt wird und dann funktioniert das tatsächlich ganz gut, dass man das verankert im Unternehmen. Genau. Ich sehe da eine Wortmeldung von Javi. Sehr gerne. Ja, genau. Genau, ich dachte, ich schreibe es mal nicht, weil das würde zu lange dauern. Ich frage mal einfach so direkt. Also ich habe eben gedacht, der Ausgangspunkt war ja diese Kommunikation, die praktisch nicht die Leute erreicht zu Corona oder zum Covid, zu Covid-Maßnahmen. Und das war ja so eigentlich das, was gelöst werden sollte. Und jetzt sind Personas erstellt worden. Und da sind ja in den Interviews bestimmt spezifisch auch Sachen zu gefragt worden, weil es ja erstmal um die Lösung dieses Problems geht und nicht um irgendwie so ganz allgemein Personas aufzubereiten oder herzustellen. Und dann kann man ja so eine Persona auch auf die Fragestellung hin praktisch nochmal spezifischer machen, könnte ich mir vorstellen. Also zum Beispiel, wie ist denn der Workflow bei denen? Oder das geht zwar dann schon so ein bisschen in Richtung so eine User Journey, aber im Grunde wäre das ja hilfreich, um diese Fragen zu beantwortet zu kriegen, könnte ich mir vorstellen. Und also dann könnte man ja vielleicht auch noch einfach so eine Kategorie Workflow da vielleicht mit reinnehmen oder wann sind die online, wann sind die offline, wenn die auf einer Baustelle sind, solche Geschichten alles wäre ja wahrscheinlich dann dafür auch hilfreich und man kann ja die Personas dann immer erweitern, auch je nachdem, was für eine neue Aufgabenstellung oder Fragestellung dann dazu kommt. Das war eben so ein Gedanke, den ich hatte. Und einen anderen Gedanken, den ich hatte, ist, also beziehungsweise was ich schon gemacht habe, ist, dass ich so ein bisschen aus so einer Empathy-Map was dazu genommen habe. Ne? Also diese Pains und Gains finde ich eigentlich dann total hilfreich. Vor allen Dingen auch, gerade wenn es der Einstieg ist, so eine Fragestellung, so eine sehr praktisch im Alltag so verankerte Fragestellung, finde ich das eigentlich. Würde ich dann noch dazu nehmen, vielleicht. Das ist ein guter Punkt. Also ich finde, Empathy Maps eignen sich gut, das noch mit aufzunehmen. Also da geht es ja darum, was fühlt die Person in dem Moment, was denkt sie, was sagt sie und dann eben auch die Pains und Gains. Und eigentlich ist es ja so, dass sowas natürlich dann auch vom Projektteam selbst auch gemacht werden kann, während eigentlich Personas datengetrieben sind. Deswegen ist es oftmals so, dass man mit Empathy Maps den Weg gehen kann,
ohne sozusagen auch der Wissenschaft zu widersprechen. Denn genau dazu dienen sie, dass man sich hineinversetzt in die Person in der aktuellen Lage. Und ich finde, das eignet sich ganz gut. Also wir machen das auch so, dass wir eine Persona darstellen und dann die Empathy Map auch inkludieren. Das ist eine ganz gute Kombination. Vielleicht zwei Sachen. Eins zu dem, was du gesagt hast. Wie lösen wir damit jetzt eigentlich unser Problem? Ist jetzt hier natürlich nicht explizit drin. Ich spekuliere jetzt mal ein bisschen wild rum. Aber was ich jetzt machen würde, ich habe jetzt diese 10 Personas und ich würde mich jetzt bei jeder Persona fragen, wenn ich will, dass die was mitkriegt, wie müsste ich es versuchen, ihm zu vermitteln, also auf Basis von seinem Arbeitsalltag, welche Tools er benutzt, für was er sich interessiert, könnte ich jetzt hergehen und gucken, wenn ich will, dass der was auf jeden Fall liest, wie müsste ich das machen? Müsste ich da eine Rund-E-Mail schreiben? Müsste ich es im Intranet posten? Und das ist, glaube ich, das, wie man in dem Fall, also wie ich in dem Fall mit den Personas versuchen würde, was zu machen. Und wo mir halt immer noch so ein bisschen methodisch die Frage fehlt, wissen wir, wie viele der 5-stelligen Mitarbeiter wir ungefähr über die Personas abdecken? Weil wenn wir nachher über die 10 Personas 10 Mitarbeiter abdecken, haben wir vielleicht nicht viel gewonnen, oder? Das ist immer so ein bisschen, wo ich mir noch denke, vielleicht muss man da doch nochmal irgendwas Quantitatives draufsetzen, damit man irgendwie zumindest eine Idee kriegt, wie viele Mitarbeiter können sich denn ungefähr zu diesem Persona-Profil identifizieren. Genau, also das ist die eine Sache, die ich noch spannend finde. Und das andere ist noch so ein, aus meiner Erfahrung, so eine Sache, wo man aufpassen muss, zu dem, was Corinna gesagt hat, wenn man die Person mit an den Tisch holt, das funktioniert sehr gut, solange die Fragen, die man ihr stellt, gut zu den Daten passen, die wir erhoben haben. Und wo man aufpassen muss, ist, dass die Leute nicht anfangen, die so als Proxys zu verwenden. Also das haben wir bei uns dann schon gesehen, dass unsere, vor allem bei uns waren das Produktmanager und Product Owner, ohne jemanden zu blamen, aber da ist mir halt aufgefallen, dass die dann eben, statt dass sie gesagt haben, ich möchte das und das, sagen sie dann, Antonio möchte das und das. Hat mit dem, was Antonio will, vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Dann hat er was damit zu tun, was vielleicht der Produktmanager oder der Product Owner will. Aber Personas laden so ein bisschen dazu ein, sie als Proxys für die eigenen Wünsche zu verwenden. Vor allem, wenn sie relativ wenig ausdefiniert sind. Also so eine etwas diffuse Persona mit nicht so viel Daten dahinter läuft halt Gefahr, für alle möglichen Argumentationen dann auch missbraucht zu werden. Das heißt jetzt nicht, dass man deswegen das nicht machen sollte. Man muss nur ein bisschen aufpassen und sich im Zweifelsfall auch trauen, nachzufragen, warum glaubst du denn, dass Antonio das braucht? So, sag mir mal, was von den Daten, die wir über ihn aufgeschrieben haben, spricht denn dafür, dass er diesen Wunsch oder dieses Problem hat? Da muss man einfach in der Praxis ein bisschen aufpassen, dass sie nicht gegen einen verwendet werden. Mhm. Genau, also das greift ja schon so ein paar Punkte auf, nicht? Also, dass man das einmal nochmal unterfüttert durch quantitative Daten oder auch, was Javi gesagt hat, dass man im Grunde noch weitere qualitative Daten wie so eine User Journey oder so dazu nehmen kann, nicht? Um so ein bisschen das auch mit mehr Gravitas zu versehen, diese UX-Persona, die wir jetzt gesehen haben. Und was ich da jetzt auch ganz interessant fand, im Grunde so ein bisschen fast gestoppt, ne, UX-Researcher zu sein bei der eigenen Methode. Eigentlich müsste man auch nochmal einen UX-Ansatz für die eigene UX-Methode anwenden, nicht? Und gucken, wer sind da meine Nutzer von der Persona, wann benutzen sie überhaupt die Persona, wie adressiere ich sie am besten oder wie mache ich sie aufmerksam auf die Persona, auch ganz spannend. Ja? Ich würde gerne noch einen Punkt adressieren, und zwar die Bilddarstellung. Also Antonio haben wir ja als Bild gesehen. Ich glaube, wir erinnern uns jetzt auch an ihn, obwohl du den Desktop nicht mehr teilst, den Bildschirm.
Grundsätzlich ist das eine Thematik, die man wirklich diskutieren kann und sollte. Ich bin da auch ambivalent. Auf der einen Seite helfen Bilder, also das Bild zum Beispiel einer Person, sich hineinzuversetzen. Sie aktivieren vielleicht auch irgendwie Muster in uns. Teilweise öffnen sie auch Schubladen, muss man sagen. Also die laden ein, in Klischees zu denken. Und das ist eben auf der anderen Seite auch das Problem. Weil wir denken jetzt an eine männliche Nachwuchskraft. Ist das Geschlecht in dem Moment relevant? Durch das Bild wird es auf jeden Fall definiert. Und das ist eben auch ein Punkt, man muss sensibel mit der Erstellung von Personas umgehen, aufpassen, dass man sich nicht Klischees bedient, dass man in Schubladen denkt und ja, vielleicht auch gewisse Gruppen benachteiligt. Und das sollte auch auf die Diversität der Person eingegangen werden. Und das ist ein Punkt, der zu berücksichtigen ist. Habe ich noch eine kleine Anekdote zu dem Menschen, der jetzt bei mir im Büro steht. Der erste Kommentar, den ich zu dem gekriegt habe, war, ja, nee, ist ja mit dem Karohemd und so, ist schon ein Elektrotechniker, aber für den richtigen Schutztechniker fehlt ihm eigentlich noch die Brille um den Hals, die Lesebrille um den Hals, die hinten mit so einem Band festgemacht ist. Er ist zu jung und es fehlt der Bierbauch. Und da hat man dann sofort richtig schön gesehen, in welchen Stereotypen die Leute gleich verfallen sind, wenn man ihnen eine bestimmte Berufsbezeichnung vorgelegt hat. Und in dem Fall war es tatsächlich sogar so, dass wir das vorher diskutiert hatten und wir uns explizit zum Beispiel in dem Fall für eine jüngere Person entschieden haben, weil was wir nicht haben wollten, ist, sobald wir mit älteren Personen arbeiten, in unserem Bereich elektrische Energietechnik, dann kommt immer sofort, ja, aber der hat nur noch 5 Jahre bis zur Rente und der möchte mit neuen Technologien nichts zu tun haben. So, das ist so ein ganz, ganz häufig gehörtes Stereotyp. Und das ist natürlich so ein Totschlagargument für jede Diskussion. Der will das nicht, der möchte das nicht, der möchte sich damit nicht mehr beschäftigen. Also man lenkt auch die Debatte, indem man eine bestimmte Visualisierung für eine Person wählt. Und da spielt Geschlecht eine Rolle, da spielt auch Hautfarbe natürlich eine Rolle, muss man sich ganz klar sein. Wenn die Vollkörperdarstellungen sind, was die Leute für Kleidung tragen und so weiter. Also man weckt einfach ganz viele Assoziationen und man bestimmt auch ein Stück weit, in welche Richtung die Debatte geht. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und das sollte man sich vielleicht auch fragen, wenn man ja erstmal sich auf den Zettel schreibt, nutzerzentriert zu arbeiten. Heißt es denn dann automatisch, dass man ja die Stereotype, die man vielleicht hat, irgendwie adressiert? Ist das schon automatisch nutzerzentriertes Arbeiten? Wahrscheinlich nicht. Häufiger ist es wahrscheinlich der Fall, dass wenn man überrascht wird von der Persona oder den Daten, die einem vorliegen, dass man dann tatsächlich mit realen Nutzern zu tun hat. Und das ja, setzt ja auch ganz gut an bei dem, was du schon gesagt hast, ja. Wenn wir mit diesen Stereotypen arbeiten, haben wir nicht nur das Problem, dass wir mit Stereotypen arbeiten, sondern auch, dass man sich so leicht darin vielleicht selber erkennt oder dadurch, dass jeder meint, den Nutzer zu verstehen, auch die im Gespräch als Schutzschild gebrauchen kann, wie bei den Product Ownern, die du da erwähnt hast. Genau. Ja, nochmal ein wichtiger Punkt, glaube ich, zum Schluss, der auch dann nochmal ganz stark da ansetzt, ob man da ein Bild verwendet, was man ja eigentlich auch benutzen möchte, um vielleicht eine Persona wiedererkennbar zu machen. Also was sich, glaube ich, aus dem heutigen Gespräch so ein bisschen gezeigt hat, ist, dass es tatsächlich nicht den einen Ansatz zur Persona gibt, aber dennoch, glaube ich, viele Pfade, die man zumindest berücksichtigen kann und auch sollte, um zu seiner eigenen Persona zu kommen. Und an dieser Stelle würde ich mich bedanken, ja, für die Leute, die uns zugehört haben und auch an Javi, an deinen Beitrag insbesondere. Und an dieser Stelle soll nochmal darauf hingewiesen werden, diese Fallbesprechung soll tendenziell häufiger stattfinden. Ja, also die Persona ist ja im Grunde nur der Tropfen auf den heißen Stein der User Research Methoden, die tendenziell besprochen werden könnten oder die wir im Petto hätten.
Also wenn sich jemand schwer tut mit dem eigenen Praxisbeispiel oder dem Arbeitserzeugnis, kann er sehr gerne uns schreiben. Die E-Mail ist jetzt hier nochmal im Chat. Ich lese aber auch nochmal vor und im Video wird sie in den Shownotes sein. ak-user-research@germanupa.de. Und ich glaube auch, dass deutlich geworden ist, auch dass, wenn man zum Beispiel Experte ist, sich immer wieder auch in unserem Alltag Schwierigkeiten auftun, die man ja vielleicht überwunden hat oder denen man tendenziell erstmal ausgesetzt war. Und wir hoffen, dass ja angehende UXler diese Möglichkeit nutzen, von dem Erfahrungsschatz der anderen zu lernen, die vielleicht schon mal in ähnliche Schwierigkeiten gekommen sind bei ihren User-Research-Methoden, weil wir glauben, dass UX-Research nicht nur Wissen ist, sondern auch viel Erfahrungsaustausch und das ja, Wissen um das Wie. Und das versuchen wir hier zu vermitteln. Soweit von meiner Seite und soweit vom Arbeitskreis User-Research. Und den Experten auch an euch nochmal ein herzliches Dankeschön. Und dann entlasse ich alle Zuhörer in den Abend und ja, wünsche einen schönen Feierabend und eine gute Restwoche.